und herzlich willkommen zu Final Fantasy 8. Wir machen weiter in Timber mit der Timber-Mission. So, da haben wir schon den ersten Typen. Der Wald hat sich verändert, aber es leben aber noch die Eulen. So, wir sollen ihm folgen. Pet Shop, da müssen wir später mal reingehen. Das heißt, müssen nicht, gibt ja nichts für uns, aber für unsere Haustiere halt. Raiders, sehr schön. Da steht vorne drauf auf der Lok. Also gut, dann sind wir mal gespannt, was da jetzt Sache ist. Was müssen wir tun? Ihr seid also die Seeds. Ja, ich bin der Anführer. Squall, das hinten ist Xell, hier haben wir Selfie. Der ist der Anführer der Waldeule. So, was müssen wir für euch tun? Nur mit der Ruhe, wir wollen uns erst einmal vorstellen. Watts, kennst du schon. Hier okay, ist Ton in Blau. Watts ist der mit seiner blauen Mütze. Fehlt nur unsere Prinzessin. Die schläft gerade. Und Ton hat Magenprobleme. So, wir sollen also jetzt die Prinzessin wecken. Alles klar. Sonst noch Wünsche? Ja, wurden wir als Laufburschen angestellt. Der ist so geil, der Squall, ne? Hat auch völlig recht. Seid ihr jetzt böse? Was ist denn los mit euch? Wir sind Seeds. Ja, recht hat er ja. Ich meine, die wollen, dass wir hier irgendeine Mission für sie erledigen und die schicken uns hier als Laufburschen durch die Gegend. Die pennen also nebenan. Sonst irgendwie was? Du willst sie wecken? Naja. Was hat gesagt, der Ton? Wenn ich Fragen habe, kann ich an die anderen rantreten. Ja, viel hatten sie jetzt ja nicht zu erzählen, ne? So, hier haben wir Renoir. Wir kennen sie ja noch vom Schulball, vom Abschlussball meine ich. Tja, die sieht's im Kombo. Oh mein Gott. Das wird jetzt noch mal richtig bitter. Genau, sie hat den Auftrag von ewig in den Garten geschickt. Hat sie mit Hector Cid gesprochen. Kennst du Siva? Ja. Also der hat also ihr Hector Cid vorgestellt. Alles klar. Da ihr jetzt hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Na, aber. Hallo. Ist das irgendwie was? Huch. Ich gehe jetzt wieder runter. Okay. Also los. Ist der auch da? Wer er? Siva, nee. Siva ist kein Seed. Also ein ewiger Seed-Anwärter. So, ihren Namen können wir auch ändern. Machen wir aber nicht. Und das ist auch geil. Seit wann könnt ihr Seed so gut tanzen? Naja, es könnte mal sein, dass wir während einer Mission jemanden kontaktieren müssen. Ja. Und das ist ihr Hund, ihre Partnerin, den lassen wir natürlich auch den Namen, ganz klar. Und hier haben wir auch schon, Renoir benutzt ihren Hund zum Angreifen, Spezialtechniken, deswegen auch die Zeitschrift. So, das machen wir mal weg. Ist nämlich jetzt nicht so der Bringer, ne? So, komm schon.
Dann wollen wir mal loslegen. Speichern brauchen wir auch nicht. Vorerst. Xell. Selfie. Ton und Worts. Schön, euch kennenzulernen. So, das ist Besprechungsraum. Wird alles gar nicht so schwierig. Die nächste Mission ist extrem wichtig. So, der Name Waldeule wird auf der letzten Seite der Unabhängigkeitserklärung stehen. Okay? Die wollen, dass Timber unabhängig wird. Also gut, Geheimdokument. Da heißt ein super VIP besucht Timber. Es kann natürlich nur der Galbadia-Präsident Winzer Deling sein. Okay, kommen mit dem Sonderzug in die Hauptstadt. Die wollen diesen Zug mit einem Raketenwerfer in die Luft jagen, sagt Selfie. Wäre natürlich eine gute Option, aber nein, die Waldeule macht sowas Brutales nicht. So, jetzt wird erklärt, wie die ganze Mission vonstatten geht. Das hört sich alles komplizierter an, als es am Ende wirklich ist. So, das Gelbe ist natürlich die Eule. Dann haben wir noch eine Attrappe. Da unten haben wir den Triebwagen und den Wachwaggon. Den Präsidentenwaggon. Und dann nochmal einen Wachwaggon, Nummer 2. So, die Attrappe wollen sie mit dem Präsidentenwaggon austauschen. Dann wird der Präsident mit der Eule entführt. Es gibt 2 Weichen und 7 Arbeitsschritte. Also gut. Wir müssen von der Attrappe zur Wache 2 hinüberspringen. Da gibt es dann Wachen, die Sensoren haben. Das ist aber keine große Sache. Dann die Wache 1 trennen. Und dann macht es Bogen ganz genau. Da müssen wir uns beeilen. Nach der Abtrennung fahren Attrappe und die Eule hinein. Super. Und da muss dann auch wieder was dazwischen geklemmt werden. Damit dann bei der nächsten Weiche ja, die Eule mit dem Präsidentenwaggon hier runterfahren kann. So, für diese 7 Arbeitsschritte haben wir ca. 5 Minuten Zeit. 5 Minuten reicht. Okay. Die Sensoren. Wir haben den Geräusch- und den Temperatursensor. Das wird aber erst interessant, wenn wir wirklich auf dem Zug sind. Und das Ganze, ich klicke das mal alles durch. Das ist nämlich mehr Gelaber, als wir am Ende nämlich machen müssen. Im Grunde müssen wir einfach nur 2-mal Codes eingeben. So. Genau, hier zum Beispiel. Und der Code 3124 lautet. Blablabla, bla, bla. Wenn man sich packen wieder gut geändert, dann kriegen wir einen neuen Code. Wir wollen das mal ausprobieren. So, mit L1 kannst du abbrechen. Also 4, 4, 3, 3. Ja, 4, 4, 3, 3. So, Code bestätigt. Ganz einfach. Also gut. Keine große Sache. Na, warum sieht das Modell des Präsidentenwaggon so schäbig aus, ne? Das ist doch, weil es Renoir selber gebastelt hat, genau. Jetzt natürlich mit voller Absicht hässlich gestaltet, weil sie den Präsidenten so hasst, alles gut. Wie auch immer.
wir haben verstanden, die wollen uns das jetzt nicht nochmal antun. Wort sammelt Informationen, Ton hat Magenschmerzen, bleibt nicht alles an uns hängen. Wie immer. So, jetzt haben wir nämlich noch zwei Dinge zu erledigen. Wir haben noch zwei Dinge zu erledigen, bevor die Mission startet. Zum einen. Holen wir uns die Zeitschrift. Mein Hund Nummer 2. Können wir mal reingucken. Nummer 1. Der Angel Strike. Da wird immer der Name des Hundes vorangesetzt. Und hier haben wir Angel Beater. So, sehr schön. Als nächstes speichern wir mal, weil wir nämlich jetzt noch was Besonderes vorhaben. Speichern, speichern. So. Und zwar spielen wir Karten. So. Also gut. Das hier wird die. So, perfekt. Genau, jetzt haben wir nämlich Triple dreifach A. Der kann da unten halt einfach mal gar nichts machen. Ne? So, 7-3. Das ist gut, dass man in der Mitte diese Charakterkarten hat. Das heißt, die Mia hat überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu verändern. Ja, dann mischt die Regeln halt. So, mal gucken, ob wir jetzt diese besondere Karte bekommen. Die Angel-Karte, ganz oben. Und wir beginnen mit Ifrit hier unten. Karte. So, zack. Ich sehe schon, da will es wissen, ne? So. Und wir haben die Angel-Karte. Ist das gut? Das ist natürlich mega. Die Open-Regel denkt, dass ich verbrauche. Sehr schön. Also gut, wir sind die Präsidentenpuppe, das wollen wir nicht sehen. Sind wir bereit? So, jetzt geht es nämlich richtig los. So, da müssen wir jetzt rüber springen. Bisschen im Hals gekratzt. Ja, ja, ach, ja, ja. Also gut, die erste Gruppe. Ich sage, ist ja keine große Sache, das nur Code eingeben. Wieder Kreuztaste. Nach oben können wir hochklettern. Mit L1 kann man, denke ich, nach links oder nach unten und mit R1 nach rechts. Das wird dann später interessant sein. Ja, ich verstehe auch mit dieser Soul-Kürzung immer, so mein Job. Ja, wir die beiden achten auf die Soldaten. Wir sehen, wir haben eigentlich alles total gechillt. Ja, ich weiß es nicht. 3 Stück. Also runter. Runter.
runter. Also gut, 2, 4, 2, 3. 2, 4, 3. Dann haben wir 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Jetzt müssen wir nach oben. Nur warten, bis die beiden wieder weg sind. Ich fülle mich selber auch ganz gerne mal nach mit L1 3442. Das ist meine drei Codes. Und jetzt bedeutet das, dass wir dann nochmal 5 Codes haben. Bei der anderen Kupplung. Ich muss noch selber aufpassen auf den roten und blauen Soldaten. Ob das gerne hatte. Keine Verrungs. Der beginnt ja gar nicht. Wo hat denn die Zeitung her? Geil. So, und die beiden. Die laufen natürlich wieder zurück. Beziehungsweise wollen da lang laufen. Wenn sich die Inneneinrichtung verändert, und die sind schon ganz schön dumm, ne? Dass das Ding nicht auffällt. Okay, die zweite Kupplung. Hier müssen wir selber aufpassen. Das ist aber keine große Sache. Ja, mit R1. Ja, ich weiß immer noch, wie es geht. 5 Codes. Und die 100. 3 Minuten ist natürlich mega viel. Das ist 4 sogar noch. 1, 3, 2, 1. Den haben wir. Dann kommt 1, 3, 2, 2. Okay. Hoch. Noch 3 Codes einzugeben. Okay, nächster. 3141. So, dann haben wir noch 4443. Der letzte. 2413. So, okay, alle 5 akzeptiert. Und dann geht es dann hier rüber. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Es war einfach nur diese beiden Codes eingeben. Und dann stellen wir uns den Präsidenten. So, endlich werden wir den Winter kennen. Ihr seid klasse, mein Kerl. Seed-Level ist gestiegen. Aber Seed-Level 6, jetzt kriegen wir 6000 Gel. Ja, die beiden, er sucht Informationen an der Wand wahrscheinlich. Andere nicht schlecht. Wenn ihr fertig seid, dann geht's ans Verhandeln. Metal. Rein geht's. So, dir passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Ja, aber was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Wäre schon cool. Tja, es tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht der Präsident, ich bin ein Double. So, das war auf jeden Fall. Haben die gewusst, dass da irgendwas im Busch ist?
Deswegen habe ich das Double hingeschickt. Jetzt möchte er doch gerne wissen, was passiert, wenn er Widerstand leistet. Niemand darf den Präsidenten widersetzen. Dann müssen wir mal schauen, er hat jetzt zwei Formen. Das eine ist die Präsidentenform, das andere ist die Namtal-Utok-Form. Achso, halt. Der ist schon cool mit den ganzen Kicks und sowas. Noch ein Sonic-Kick hinterher. Ein Blitz. Und Multi. So, und jetzt verwandelt er sich zu Namtal Utok. Hat ja nur maximal 3650 HP. Und maximal ist halt eigentlich gar nichts. Wird jetzt natürlich eine X-Potion hinschmeißen. Dann wäre auf einen Schlag erledigt, weil er ja untot ist. Das heißt also, Heilzauber schwächen ihn. Und wir machen klassisch auf die Art und Weise fertig. Und dann wird dreimal Eis ineinander. Multischlag. Und der Kopfspalter. So, dann sollten wir es eigentlich gleich haben. Sturmfaust. Sonic Kick. Ich sage ja, mit Automatik macht das alles andere viel cooler, als man ständig diese Kombination eingeben muss. So, sehr viel wieder mit Eis. Hätte man natürlich jetzt auch bei der Tombola Heilzauber nehmen können. Hier wieder zum Beispiel. Und mit, Heilzauber nur auf sich selber zaubern und der Gegner. Von daher ist es halt eher kontraproduktiv. Auf Sturmfaust, Kopfstoß, Verskick. Das sieht halt cool aus, ne? So, zweimal Eis. Jetzt, ja, immer noch nicht. Wir haben noch Zeit, dass der einknickt, der Namtal Utok. Dreimal. Aber jetzt hat. Sehr schön.
Comicbuder und natürlich Erfahrungspunkte für die GF. Puh, das war tatsächlich ein Präsidentendubel. Das regt mich auf, dass wir daraufhin hereingefallen sind. So, er weiß jetzt, wo der Präsident ist und was er vorhat. Er will zum Fernsehsender. So. Tja, ob das irgendwas mit dem dolle Sendeturm zu tun hat, ja, kann natürlich gut sein. Wir erzählen denen jetzt die Geschichte von dem Sendeturm in Dollet, den sie repariert haben. Und so wie er sagt, mit dem Sendeturm erreichen sie auch Gebiete, die kein Kabel haben. Nur weil, wie er es jetzt sagt, auch in Gebiete ohne Kabelanschluss können diese Funkwellen gelangen. Genau, Frieden auf der Welt. Das wollen sie senden. Naja, ich glaube es eher nicht. Also ich meine, ich weiß, was es ist, aber gut. Funkwellen gibt es seit 17 Jahren nicht mehr. Wenn die Unabhängigkeitserklärung als erste Meldung gesendet wird, das wäre Wahnsinn. Das ist jetzt der Plan. Ja, die nächste Mission ist, wir entern den Turm. Jetzt hat. So, wir haben eine neue Mission. Genau, jetzt zeigen wir erstmal den Vertrag, was da drinnen steht. So, da steht, der Garden trifft hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeule über die folgenden Punkte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit dazu, sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen, unabhängig von dem Aufwand und den Folgen, mit der keine Peilung, das ist doch ganz einfach. Es gibt es nicht zu peilen. Ja, und Renault hat es auch nicht kapiert, deswegen einen neuen Vertrag bekommen, wo alles etwas kindgerechter drin steht. So, und da steht drinnen. So. Der Vertrag ist so lange gültig, bis Timber seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Das ist natürlich schon ein Brett. Na, also wir haben hier... Ist das ein Witz? Ja, anscheinend ja nicht, ne? Ihr seid doch Profis, keine Widerrede. Ihr macht das schon. Na, okay. Da sammeln wir wieder Informationen. Ton geht's wieder mit dem Magen, meine Fresse. Und für die müssen wir jetzt unseren Arsch hinhalten, ne? So, wer geht zum Fernsehen? Ja, wir natürlich. Ach so. Die müssen uns das so ein bisschen raussuchen. Wir nehmen natürlich Xell mit. Okay. Und dann geht's nach draußen. Mit der S-Bahn. Sind da seid ihr bereit? Ja, haben sie bereit. Wir haben hier noch zwei, drei Sachen zu erledigen in der Stadt, bevor wir zum Sendeturm gehen. Hier jemand spürt nicht in unserer Uniform herum. So, er hat sich über den Besuch des Präsidenten informiert, nach Einzelheiten gefragt. So, der hat ihn gesehen, der hat drei Jugendliche gesehen. Und den Pögeln dürfte nichts, er kommt gleich zum Aussprechen. Die Soldaten sind hier wirklich sehr eifrig am Werk. Na, lasst mich wenigstens zu Ende reden. Ja, dann halt nicht. Aber gut. So. Wir machen dann im nächsten Teil weiter. Da geht es dann nämlich zum Sendeturm. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen.
bis zum nächsten Mal. Macht's gut.